Meine lieben Zuschauer, dieses Video wird lang, aber es ist vielleicht eines der wichtigsten, das ich je gemacht habe. Bitte seht es euch, falls möglich, unbedingt bis zum Ende an, auch wenn ihr an bestimmten Stellen eventuell den Glauben an die Menschheit verlieren solltet. Bitte teilt es auch mit so vielen Menschen wie möglich, denn Aufklärung tut leider bitter Not. Vor allem, wenn es um ein sehr ungemütliches Thema geht, bei dem und zwar schon lange irgendwie unterbewusst mulmig ist, es jedoch unglaublich schwer fällt, es in klare Worte zu fassen, sich seinen Umfang zu vergegenwärtigen und seinen Ursachen auf den Grund zu gehen. Ich werde mich um diese Dinge in diesem Video nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, um meinen Beitrag zu leisten. Aber nun lasst uns ohne weitere Umschweife beginnen. Wenn man die Schlagzeilen in den Weltmedien über den Krieg in Gaza liest, denkt man, Israel hätte nichts Besseres zu tun, als zivile Ziele, wie zum Beispiel das größte Krankenhaus der Stadt, anzugreifen. Einfach nur, weil es dort eine Menge wehrlose Patienten und zivile Opfer gibt. CNN schlug zum Beispiel folgendermaßen Alarm. Israelische Truppen und Panzer stürmen das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza. Israel wirft der Hamas vor, den großen Krankenhauskomplex für militärische Zwecke zu nutzen. Die Hamas und die Sprecher des Krankenhauses haben die Behauptung Israels, die Hamas habe unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale errichtet, jedoch stets zurückgewiesen. Das ist in etwa so, als hätte die BBC im Zweiten Weltkrieg sowohl Winston Churchill als auch Adolf Hitler je 10 Minuten Redezeit gewährt, um ja schön neutral zu sein. Diese vorgebliche Ausgewogenheit ist vor allem deswegen befremdlich, da die gleichen Medien, wie wir später genau nachweisen werden, bereits vor Jahren im Rahmen eigener Recherchen selbst festgestellt haben, dass die Hamas Krankenhäuser als Militärstützpunkte missbraucht. Und nun wollen sie sich an nichts davon erinnern. Diese Art von Berichterstattung erweckt in der Tat den Eindruck, dass Israel sich zu seinem Vergnügen unter den Tausenden von Gebäuden in Gaza ausgerechnet ein Krankenhaus ausgesucht hat und dabei Tausende von Patienten und Flüchtlingen gefährdet und die Hamas nur als Vorwand benutzt, um möglichst viele von ihnen zu töten. Und wüsste man es nicht besser, ist das genau der Eindruck, der entsteht. Aber am Ende dieses Videos werdet ihr nicht nur genau verstehen, welches gefährliche Narrativ internationale Medien und Organisationen hier spinnen, sondern auch, wieso sie es tun und warum es in Zukunft immer schlimmer werden wird. Apropos BBC, die für ihre auffällig notorische Israel-Kritik bekannte öffentliche Sendeanstalt der Briten, musste sich neulich dafür entschuldigen, dass sie berichtet hatte, israelische Soldaten würden in Shifa Jagd auf medizinische Teams machen und arabisch sprechende Menschen ins Visier nehmen. Bei dieser in der Tat skandalösen Anschuldigung handelte es sich in Wirklichkeit um die unglaublich verzerrte Wiedergabe einer Erklärung der israelischen Armee. Diese lautete in Wirklichkeit nämlich, sie hätten mit medizinischen Teams, zu denen auch arabischsprachiges Personal gehört, das Krankenhaus betreten. BBC News, as it covered initial reports that Israeli forces has entered Gaza's main hospital, we said that medical teams and Arab speakers were being targeted. This was incorrect and misquoted a Reuters report. We should have said IDF forces included medical teams and Arabic speakers for this operation. So we apologize. Und man würde gerne glauben, dass es sich hier um ein einfaches menschliches Versagen handelt. Tja, wenn den westlichen Medien solche Fauxpas nicht jeden Tag unterlaufen würden. Mittlerweile ist hier durchaus ein klares Muster der latenten Täter-Opfer-Umkehr zu erkennen, sodass sich der Verdacht aufdrängt, die Verdrehung von Tatsachen zugunsten der Terrororganisation Hamas hätte durchaus System. Und deswegen, meine lieben Zuschauer, werde ich euch in diesem Video nicht nur genau aufzeigen, wie dieses manipulative System funktioniert, sondern auch, wie sich die Manipulatoren selbst massiv widersprechen und sich dadurch entlarven. Sie selbst haben nämlich in der Vergangenheit unzählige Male aufgedeckt und darüber berichtet, wie die Hamas systematisch Krankenhäuser als militärische Stützpunkte nutzt. Und natürlich auch darüber, wie sie ihre perfide Strategie der menschlichen Schutzschilde auf einen grauenhaften Level der Perfektion getrieben hat. Tja, und plötzlich sind all ihre Erinnerungen an ihre eigenen Berichte verschwunden. So, als hätten sie ihnen mysteriöse Men in Black gelöscht. Daher müssen wir heute der Frage nachgehen, wieso uns so viele Journalisten und angeblich gemeinnützige Organisationen auf einmal ungeniert Propagandabotschaften der Hamas als unbestreitbare Tatsachen auftischen wollen. Wir werden klären, wieso sie so willfährig die Propaganda der Hamas verbreiten, obwohl sie sie doch gleichzeitig öffentlich als böse Terrororganisation verurteilen müssen und natürlich vor allem ihre grauenhaften Taten vom 7. Oktober. Also macht euch bereit, ich zeige euch heute, wer die Men in Black sind. Kognitive Dissonanz. Bereits während der ersten Wochen der israelischen Offensive gegen die Hamas, noch bevor Bodentruppen in den Gazastreifen eindrangen, wurden uns von den großen Medien erschreckende Opferzahlen unter den Bewohnern Gazas präsentiert.
Und in der Tat, was diese Grafik zeigt, sind die reinsten Horrorzahlen. Ist Israel also ein skrupelloser Kriegsverbrecher, der ohne mit der Wimper zu zucken Tausende von Kindern und Zivilisten abschlachtet? Nun, schaut doch mal, wer als Quelle dieser Zahlen angegeben ist. Zum einen das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und zum anderen das Gesundheitsministerium von Gaza. Auf den ersten Blick sieht dies also hochgradig offiziell und glaubwürdig aus, oder? Gut, aber wer steckt wirklich hinter diesen Angaben? Nun, das Gesundheitsministerium von Gaza ist ganz einfach ein Teil des Hamas-Regimes. Es sagt nichts, was die Hamas-Führung nicht befiehlt. Es liegt also durchaus der Verdacht nahe, dass es auch in diesem Fall einfach nur Hamas-Propaganda verbreitet. Und aus diesem Grund hat sich der britische Guardian die folgende Frage gestellt. Können wir den Opferzahlen des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza trauen? Joe Biden hat die Verlässlichkeit der Berichterstattung über die Zahl der während des israelischen Angriffs auf Gaza getöteten und verletzten Menschen in Frage gestellt, weil das Gesundheitsministerium von der Hamas geführt wird. Omar Shakir, der Direktor für Israel und Palästina bei Human Rights Watch, sieht jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Zahlen manipuliert würden. Wir beobachten die Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen seit Jahrzehnten, einschließlich mehrerer Runden von Feindseligkeiten. Die Daten des Gesundheitsministeriums sind in der Regel zuverlässig. Wenn wir unsere eigenen unabhängigen Untersuchungen zu bestimmten Angriffen durchgeführt und diese Zahlen mit denen des Gesundheitsministeriums verglichen haben, gab es keine großen Abweichungen. Was stimmt also? Waren die Zahlen des Gaza-Gesundheitsministeriums in der Vergangenheit tatsächlich korrekt? Und könnte man daraus schließen, dass dies auch jetzt der Fall ist? Nun, eine Antwort darauf liefert uns der ehemalige Leiter des Reuters-Büros in Jerusalem. Die Hamas hat ein klares Propagandainteresse daran, die Zahl der zivilen Opfer so weit wie möglich in die Höhe zu treiben. Diese Zahlen sind riesig und können so gut wie überhaupt nicht überprüft oder nachvollzogen werden. Die einzige Quelle, die Nachrichtenorganisationen für sie haben, ist die Hamas. Ich habe 2006 die Berichterstattung von Reuters über die palästinensischen Gebiete geleitet und war von 2014 bis 2017 Chef des Jerusalemer Büros. Es gab eine Zeit, in der man sich auf die Zahlen des Ministeriums verlassen konnte. Die Ärzte und Verwaltungsangestellten wussten, was sie taten und gingen professionell vor. Aber jetzt hat die Hamas seit 16 Jahren das Sagen in Gaza. Sie hat Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit mit Füßen getreten. Jeder Amtsträger, der aus der Reihe tanzt und den Journalisten nicht die von der Hamas geforderten Todeszahlen nennt, riskiert ernsthafte Konsequenzen. Daher ist zumindest ein gewisses Maß an Skepsis gegenüber den schnell publizierten und auffällig runden Zahlen von Todesopfern angebracht. Journalisten und UN-Beamte wissen das, aber sie wiederholen trotzdem die Zahlen, die von der Hamas und von Amtsträgern, denen die Hamas im Nacken sitzt, verbreitet werden. Dabei haben wir doch bereits eine ziemlich entlarvende Stichprobe über den Wahrheitsgehalt der Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums vor Augen geführt bekommen. Den angeblichen Raketenbeschuss des Al-Ahli-Arab-Krankenhauses durch Israel, bei dem angeblich 500 Menschen ums Leben kamen. Das Ganze entpuppte sich zwar anschließend als Blindgänger des islamischen Dschihad auf dem Parkplatz des Krankenhauses mit einer weitaus geringeren Opferzahl, aber sehr, sehr viele Medien waren damals besonders schnell, das ganze Israel in die Schuhe zu schieben. Ganz vorne mit dabei die BBC oder zum Beispiel das ZDF. Fast möchte man meinen, sie hätten sich innerlich insgeheim riesig darüber gefreut, endlich darüber berichten zu können, dass die Juden wieder mal etwas unglaublich Böses verbrochen haben. Frappierend auffällig. So gut wie niemand unter diesen Qualitätsjournalisten hat sich die Mühe gemacht, die Quelle zu prüfen oder sich etwa die Frage zu stellen, wie man überhaupt so schnell 500 Tote zählen kann. Dabei waren bereits vor der Veröffentlichung der Israel bezichtigenden Schlagzeilen genügend Open-Source-Intelligence-Analysen im Netz verfügbar, die sie hätten zumindest stutzig machen können. Tja, schon komisch, dass wenn es um ganz andere Tätergruppen geht, die Medien ja übervorsichtig damit sind, ja nicht vorschnell irgendeine Info rauszulassen, die sich nicht bestätigen oder etwa den Hass auf bestimmte Gruppen schüren könnte. Klar ist also schon mal, dass bei diesen Journalisten, wenn der angenommene Täter Israel sein könnte, jegliche ansonsten demonstrativ präsentierten ethischen Grundsätze hintanstehen. Tja, so weit, so schlecht. Wer jetzt aber denkt, dass ich diesen Vorfall hier nur deswegen erwähne, um mich in einer Medienschelte zu versteigen, der irrt gewaltig. Der springende Punkt ist nämlich ein ganz anderer. Viele dieser vorschnellen Medien haben ihre Fake News anschließend natürlich richtiggestellt und anschließend trotzdem weiter kommentarlos die gefakten Opferzahlen des Gaza-Ministeriums verbreitet. Und das tun sie bis heute. Keinem von ihnen scheint, ob bewusst oder unbewusst, aufgefallen zu sein, dass die 500 schnell erfundenen Al-Ahli-Arab-Toten immer noch in der Gesamtstatistik inbegriffen sind. Und zwar eben bis heute.
Da wurde also jemand in flagranti ertappt, aber alle ignorieren es. Und die Frage ist, wieso eigentlich? Und außerdem stehen hinter diesen Zahlen denn nicht auch viele renommierte Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch, die UNICEF oder eben das unter der Grafik vorhin aufgeführte UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten? Was hat es denn mit all dem auf sich? Diese Institutionen, denen die ganze Welt glaubt, können doch nicht alle lügen wie gedruckt? Oder sind sie einfach nur so doof, naiv und fahrlässig, sich von der Hamas auch an der Nase herumführen zu lassen? Nun, genau dem werden wir jetzt auf den Grund gehen. UN gleich United Nazis? Durch Medien, Politik und Schule haben wir uns daran gewöhnt, mit den Vereinten Nationen häufig Werte wie Frieden, Demokratie und Menschenrechte zu assoziieren. Das Problem dabei ist jedoch, dass dies zumindest, was die UN in ihrer aktuellen Form angeht, von den tatsächlichen Zuständen in dieser Organisation und ihrer Zusammensetzung nicht weiter von der Realität entfernt sein könnte. UN-Menschenrechtsrat besetzt Kontrollfunktionen mit Missbrauchstätern und Verletzern von Menschenrechten. China und seine autokratischen Verbündeten nutzten ihre Mehrheit im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, um sich gegenseitig vor der Aufsicht zu schützen. Das Ergebnis ist ein UN-Gremium, das von Ländern mit einer miserablen Menschenrechtsbilanz geführt wird. Da die Zahl der autoritären Regime weltweit zugenommen hat, hat auch ihre Präsenz im Menschenrechtsrat zugenommen. Vor allem China hat dies ausgenutzt, indem es Verbündete dazu gebracht hat, zugunsten seiner nationalen Interessen zu stimmen oder sich der Stimme zu enthalten. Tja, und wer jetzt damit argumentiert, dass dies schon immer der Fall war, da ja auch früher die Sowjetunion und China Vetomächte im Weltsicherheitsrat gewesen wären, liegt leider auch falsch. Fakt ist nämlich, dass die Werte der Einhaltung von Menschenrechten innerhalb des Menschenrechtsrats nur eine Richtung kennen, nach unten. Der Trend ist also klar, es wird immer schlimmer. Die Verfechter von Demokratie, Freiheit, Fairness und Menschenrechten haben in der UN immer weniger zu sagen. Und dies zeigt sich dann natürlich auch in der personellen Zusammensetzung der einzelnen UN-Organisationen. Immer mehr Sympathisanten von Tyrannen, Diktatoren, ja sogar Terroristen und deren Ideologien halten in ihnen Einzug. Es ist eine Infiltration ungeahnten Maßes im Gange und ihr Marsch durch die Institutionen und Organisationen hat scheinbar bereits einen Punkt überschritten, an dem sie die globalen Narrative dominieren, ja diktieren. Dabei haben wir es natürlich auch mit dem gut bekannten Phänomen zu tun, dass eine radikale, aber gut organisierte und determinierte Minderheit selbst dann ihre Ziele durchsetzen kann, wenn sie nicht über eine Mehrheit verfügt. Sie muss nämlich Teile der apathischen, opportunistischen und neutralen Masse davon überzeugen, dass sie ja gar nicht so böse sei, so dass sie gewähren lassen. Sie muss ihnen nur in ausreichendem Maße einreden, dass ja gar nicht so klar sei, wer hier der Böse und wer der Gute ist, wer der Täter und wer das Opfer. Genau darin besteht ja die große Gefahr der Neutralität, die meines Erachtens von sehr vielen vollkommen unterschätzt wird. Dadurch, dass die Neutralen es tunlichst vermeiden, den Tätern die Stirn zu bieten, schützen sie sie und machen sich somit indirekt mit ihrer Sache gemein. Mal ganz davon zu schweigen, dass sie es dadurch unterlassen, den Opfern die notwendige Hilfe und auch Rückendeckung zu gewähren. Ach ja, und was viele auch nicht kapieren, Opfer müssen keine astreine Weste haben, um unseren Schutz vor den Tätern zu genießen. Dieses Narrativ wird ja auch häufig dadurch suggeriert, dass man sagt, naja, beide Seiten haben ja schon schlimme Sachen gemacht. Es wird keinerlei Gewichtung vorgenommen und es wird auch nicht unterschieden, wo das Böse die Regel darstellt und wo die Ausnahme. Aber um eine Analogie aus unserem Alltag zu bemühen, selbst wenn jemand ein Parksünder ist, muss die Polizei sein Auto vor Diebstahl schützen und auch das darin wartende Kind vor Entführung. Also nur weil ein Parksünder auch irgendwie ein bisschen böse ist, wird er nicht vogelfrei. In diesem Sinne steht Neutralität nämlich häufig für Ignoranz und Gefühl. Auch wenn dies häufig durch gespielte Betroffenheit und ausgewogene Appelle an Täter wie Opfer zu übertünchen versucht wird. Kurzum, der eigene kaputte moralische Kompass soll durch Heuchelei getarnt werden. Leider ist der Ruf des Neutralen viel zu gut und sehr häufig wird mir sogar vorgeworfen, nicht neutral genug zu sein. Na klar bin ich nicht neutral, denn ich will weder ein opportunistischer Everybody's Darling sein, der allen nach dem Mund redet und nirgendwo anecken will, noch will ich mich dessen schuldig machen, Täter zu schützen und damit einer konkludenten Täter-Opfer-Umkehr Vorschub zu leisten. Denn darum geht es ja häufig und bei einem gesunden
gesunden Menschen kann dies langfristig auch dem eigenen Gewissen nicht gut tun. Es ist wie mit pH-neutraler Seife. Sie ist billig und man kann sich mit ihr die Hände sauber waschen. Aber dann darf man sich nicht wundern, dass der Säureschutzmantel der Haut irgendwann hinüber ist. Aber sorry, ich bin jetzt ein bisschen vom Thema dieses Videos abgeschweift. Und auch die übergeordnete Problematik, wie stark China und weitere totalitaristische Regimes mittlerweile die Agenda der Vereinten Nationen bestimmen, möchte ich lieber in einem eigenen Video beleuchten. Vergesst daher bitte nicht, diesen meinen neuen Kanal zu abonnieren, um es nicht zu verpassen. Schauen wir uns heute doch lieber als konkretes Beispiel jene UN-Behörden an, die direkt in Gaza und den arabischen Gebieten von Judäa und Samaria tätig sind und dort, wie es ein Hamas-Sprecher unlängst ausgedrückt hat, für die Palästinenser verantwortlich zeichnen. Oft sehen wir uns nämlich bei Aussagen und Stellungnahmen von Mitarbeitern einer UN-Behörde dazu verleitet, zu glauben, es handele sich um objektive oder gar neutrale Berichte. Dies könnte von der Wahrheit jedoch nicht weiter entfernt sein. Denn kein geringerer als die Hamas hat es mit großem Erfolg geschafft, im Rahmen ihrer Gleichschaltung des gesamten Gazastreifens auch die dort tätigen UN-Organisationen mit Leuten zu besetzen, die ihr genehm sind. UN-Mitarbeiter, die nicht gewillt waren, die Lügen der Hamas mitzutragen und zu bestätigen oder ihnen sogar widersprochen haben, wurden systematisch unter extremen Druck gesetzt. Und zwar so lange, bis sie ihre Posten geräumt haben oder abberufen wurden, um durch der Hamas genehme Kandidaten ersetzt zu werden. Und damit wir uns an dieser Stelle nicht falsch verstehen, dies betrifft nicht nur untere Chargen oder das mittlere Management, sondern zieht sich bis an die Spitzen dieser internationalen Behörden. Der wohl prominenteste Fall ist der des ehemaligen UNRWA-Leiters Matthias Schmale, der sich 2021 doch tatsächlich erlaubt hatte auszusprechen, dass das israelische Militär keine zivilen Ziele bombardiert hätte. 2. Juni 2021. UNRWA-Chef im Gazastreifen abberufen nach Aufruhr über Behauptung, IDF-Schläge seien präzise. Der Leiter der Mission des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge in Gaza wurde von seinem Posten abberufen, nachdem er im israelischen Fernsehen gesagt hatte, dass die Angriffe der IDF während des 11-tägigen Krieges im letzten Monat präzise und raffiniert gewesen seien. Matthias Schmale verließ am Mittwoch zusammen mit seinem Stellvertreter David Debold die von der Hamas kontrollierte Küstenenklave. Palästinensische Medien berichteten, dass Debold von der Hamas ebenfalls als persona non grata betrachtet wird. Die Terrorgruppe forderte, dass sowohl er als auch Schmale entlassen werden. Tja, die Vereinten Nationen tanzten natürlich nach der Pfeife der Hamas und das tun sie noch immer. Deswegen sind so viele Mitarbeiter sowohl der UNO als auch von nichtstaatlichen Organisationen in Gaza von der Hamas handverlesen, dass man kaum noch von unabhängigen Behörden oder Institutionen sprechen kann. Mitunter handelt es sich sogar um direkte Agenten und Handlanger der Hamas. Am stärksten davon betroffen ist dabei die UNRWA, das sogenannte Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Aber sie ist bei weitem nicht die einzige. Dieses Trauerspiel zieht sich durch sogar bis zur Weltgesundheitsorganisation WHO. Und das ist jetzt keine Behauptung, die ich hier einfach so aufstelle, sondern kann ganz klar anhand öffentlich zugänglicher Informationen und Posts nachgeprüft werden. Denn zum Beispiel die UNRWA-Mitarbeiter verbreiten über soziale Netzwerke ganz offen Propagandabotschaften der Hamas bzw. sogar ihrer Terrorbefehle. Die UN-Führungskraft Mohammed al-Sheikh Ali rief zum Beispiel während der Evakuierung des nördlichen Gazastreifens dazu auf, jeden der Versuche in den Süden zu fliehen, so zu behandeln, wie man mit Verrätern umgehen sollte. Hamada Ahmed, der Leiter einer UN-geführten und vom US-Steuerzahler finanzierten Schule in Gaza, postete am 7. Oktober folgendes: Wir freuen uns auf den großen Oktober. Und wenige Tage darauf rief er zur Vertreibung der Juden aus Israel auf. Der bei der UNRWA beschäftigte Arzt Abdelmeneim al-Shrafi betrauerte am 7. Oktober das Märtyrertum seines Neffen, eines Terroristen, der sich am Massaker an 1200 Israelis beteiligte. Ravia Cheles, die Leiterin eines UNRWA-Schulungszentrums, feierte die Terroristen vom 7. Oktober gar als Helden. Ganz ähnliche Posts finden sich zum Beispiel auch bei Mitarbeitern des Al-Shaifa-Krankenhauses, aber dazu später mehr. Eine Analyse der Facebook-Profile von Lehrern und Rektoren von UNRWA-Schulen ergab, dass dort Hitler als großartiger Führer gefeiert wird, die Mitarbeiter sich über die Ermordung von Juden amüsieren und sich darüber freuen, dass Kämpfer der islamistischen Hamas in Gaza ihre Schule besuchen. Hasstiraden von Hilfswerksmitarbeitern. Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der UNO scheinen nicht selten Antisemiten zu sein. Dies erregt Anstoß. Wichtiger wäre es aber, die Grundlagen der UNO-Organisation unter die Lupe zu nehmen.
Die einen stießen sich an den Beiträgen, die UNRWA-Mitarbeiter auf Facebook hinterlassen hatten und daran, dass viele westliche Länder die UNRWA mit viel Geld unterstützen. Da wird Hitler gefeiert als großartiger Führer, als einer, der Gottes Segen verdient habe. Hilfswerksmitarbeiter amüsieren sich über die Ermordung von Juden und freuen sich, dass Kämpfer der islamischen Hamas in Gaza ihre Schule besuchen. Dreimal dürft ihr raten, was diese Leute in den von der internationalen Gemeinschaft finanzierten Schulen den arabischen Kindern dort beibringen. Und ich könnte nun endlos so weitermachen, aber allein die UNRWA ist ein derart gewaltiges und skandalöses Thema, dass sie eigentlich ein eigenes Video verdient. Allein ihre Grundlagen und Ziele sind ziemlich merkwürdig, wie ja auch die NZZ bemerkte. Die UNRWA wurde gegründet, um den rund 652.000 arabischen Flüchtlingen zu helfen, die nach der Niederlage der arabischen Truppen Israel verließen. Diese wollten 1948 den unter Zustimmung der UN gegründeten jüdischen Staat ja zerschlagen, aber sie verloren diesen Angriffskrieg. Das Resultat war eben, dass viele Araber, die gegen Israel waren, sein Territorium verlassen mussten. Im Gegenzug wurden aber auch sehr viele Juden aus den umliegenden Gebieten nach Israel vertrieben und sehr viele Araber, die für Israel waren, blieben dort. Ihre Nachfahren leben heute in einem demokratischen Staat, dem einzigen in der Region. Und die Araber, die damals gegen Israel waren, siedelten sich eben in Gaza, dem Westjordanland, aber auch in Jordanien, dem Libanon und Ägypten an. 20 Jahre später fingen sie dann an, sich Palästinenser zu nennen und bis heute sind ihre Nachkommen Flüchtlinge. Dabei sind viele Menschen davon überzeugt, dass diese Flüchtlinge mit Hilfe der UNRWA absichtlich in einem Zustand der Rechtlosigkeit, Bedürftigkeit und Abhängigkeit belassen werden, um mit ihnen permanenten Druck auf Israel auszuüben und den Hass gegen Juden in der ganzen Welt zu schüren. Ich meine, Flüchtlinge werden ja oft politisch instrumentalisiert und missbraucht. Ein aktueller Fall ist zum Beispiel die EU-Außengrenze zu Russland. Aber die Instrumentalisierung der ewigen Flüchtlingsfrage in Palästina übertrifft das alles bei weitem. Im Zentrum der Kritik stehen zwei Phänomene, die Vererbbarkeit des Flüchtlingsstatus und das Rückkehrrecht. Laut UNRWA-Definition werden nämlich auch Enkel, Urenkel, Urenkel und so weiter der einst Geflohenen als Flüchtlinge eingestuft. Und das ist eine Praxis, die bei keiner anderen Flüchtlingspopulation auf der Welt gängig ist. Denn normalerweise versucht die UN, eine tragfähige und realistische Lösung für Flüchtlinge zu erreichen, nicht die endlose Verschleppung ihres Zustands über Generationen hinweg. Deswegen sieht die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 auch gar kein Rückkehrrecht vor. Sonst würden es ja zum Beispiel auch die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ost- und Südeuropa vertriebenen Deutschen einklagen können. Schließlich haben auch sie damals, wie die Araber 1948, einen eliminatorischen Angriffskrieg verloren. Die UNRWA ignoriert dies alles und muss sich daher zu Recht vorwerfen lassen, nur einen Selbstzweck zu erfüllen und darüber hinaus noch den Konflikt zwischen Muslimen und Juden im Nahen Osten permanent zu nähren. Die von der UNO selbst noch zu besseren Zeiten akkreditierte Menschenrechtsorganisation UN Watch dokumentierte unzählige Fälle von UNRWA-Mitarbeitern, deren starke Sympathie oder gar Unterstützung der Hamas, ihres Terrors und ihrer genozidalen Ziele gegenüber den Juden vollkommen eindeutig sind. Es ist daher klar, dass bei einem derart starken Grad der Unterwanderung bei diesen Organisationen nicht mehr von Neutralität, Unparteilichkeit oder Objektivität die Rede sein kann. Und da der Grad der Überzeugung dieser Maulwürfe besonders hoch ist, üben sie natürlich auch einen starken Gruppendruck auf ihre übrigen Kollegen aus, die vielleicht nicht so willensstark und eher verunsichert sind, wer denn nun die Guten und wer die Bösen sind. Und wie wir gleich sehen werden, ergibt sich daraus der perfekte gruppendynamische Zirkelschluss der Manipulation. Indem sich nämlich die ebenfalls ideologisch vor allem durch Juden hassende Pseudolinke unterwanderten Medien auf die Aussagen eben jener durch Hamas-Anhänger infiltrierten Organisationen berufen können. Freudig nehmen sie zur Kenntnis, dass all ihre Vorurteile gegenüber den weißen Juden quasi mit amtlichen Siegel bestätigt werden. Und sie können doch nicht die Glaubwürdigkeit von UN-Mitarbeitern hinterfragen, nur weil sie Mohammed oder Ali heißen. Das wäre doch hochgradig rassistisch. Dabei deutet die Tatsache, dass große Teile der Linken nur wenig Mit- und Taktgefühl gegenüber den Opfern des Hamas-Massakers gezeigt haben und stattdessen sofort zu Free Palestine-Demos aufbrachen, um direkt oder indirekt die Gewalt der Hamas zu rechtfertigen, vor allem auf zwei Dinge hin. Ihren abgrundtiefen anti-westlichen Rassismus und den Verlust jeglicher Sensibilität für Menschenrechte. Etwas, das bei der extremen Rechten sowieso schon längst passiert ist, darüber müssen wir gar nicht erst diskutieren.
Ahmed Abu Nada ist Chefarzt im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza. Nun ist er in Deutschland und berichtet im Gespräch mit SZ-Redakteurin Dunja Ramadan über Amputationen in Dauerschleife und seine Enttäuschung über Deutschlands Haltung im Konflikt. Die Süddeutsche Zeitung auf X am 24. November 2023. Dieser Arzt hat jahrelang als Chefarzt neben Hamas-Terroristen und Waffenlagern gearbeitet, angeblich nichts davon mitbekommen. Er sieht die Terroristen auch nicht als großes Problem. Sein Zorn gilt alleine Israel. Am Freitag trifft sich der deutsche Bundespräsident mit ihm. Johannes Beuer auf X. Vor einer solchen Entwicklung bei der Linken haben aber viele gewarnt, als diese schon vor Jahrzehnten anfing, kritiklos sogenannte antiimperialistische Bewegungen zu unterstützen und westliche Werte als Heuchelei zur Verschleierung von Machtinteressen zu verachten. Dabei ging es ihr nie um wahren Antiimperialismus oder Antikolonialismus, noch nicht mal um Antikapitalismus, sondern einfach nur darum, gegen den Westen zu sein. Denn auf den russischen, chinesischen als auch arabischen Augen waren sie schon immer blind. Ich meine, wen interessiert es, dass auch sie imperialistische oder gar kolonialistische Mächte darstellen? Und dass ein Land wie Russland, in dem wohl die krasseste Konzentration von Reichtum bei einer kleinen Gruppe von Superreichen herrscht, von vielen dieser Pseudolinken angehimmelt wird, spricht Bände. Ebenso, dass sie die extreme Unterdrückung und Verfolgung von Frauen, Schwulen und Lesben in islamischen Ländern vollkommen ignorieren. Ja, sich sogar mit den Anhängern dieser inhumanen Werteordnung öffentlich solidarisieren, wie eben zum Beispiel auf den Free Palestine Demos. Und auch sie sind nicht so dumm, um nicht zu kapieren, was es für die Menschenrechtslage in der Region bedeuten würde, wenn sich die unsägliche From the River to the Sea Bewegung durchsetzen und der Staat Israel von der Landkarte verschwinden würde. Die Linke hegte schon immer eine sehr merkwürdige Sympathie gegenüber der islamischen Welt. Dabei handelt es sich um eine extrem einseitige Beziehung. Während die Linke eher säkular ist, für Emanzipation von Frauen und den Schutz von Minderheiten eintritt, stehen muslimische Staaten und Gesellschaften für das genaue Gegenteil dieser Werte. Die Lösung dieses scheinbaren Paradoxons liegt daher in etwas anderem. In der gemeinsamen Zuneigung zum Kollektivismus, der Betonung der Rechte der Masse gegenüber denen des einzelnen Individuums. Und in diesem Punkt überdecken sich zumindest Teile dieser beiden Ideologien natürlich mit der extremen Rechten und dem Nationalsozialismus. Angesichts des eliminatorischen Charakters der Hamas sollten sich daher die demokratischen Teile der Linken nicht nur strikt von diesen radikalen Elementen distanzieren, sondern sie regelrecht verbannen und jede Zusammenarbeit mit ihnen verweigern. Sie sollten sich dessen bewusst werden, dass die gemäßigte, normale Rechte ihnen viel näher steht als die antidemokratische Linke. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Konservativen. Die extreme Rechte ist euer größter Feind, nicht die gemäßigte Linke. Denn nur wenn sich die Demokraten dieser Erde, egal welche Geschmacksrichtung ihre Ideologie gerade hat, zusammenraffen, können sie die totalitaristischen Tendenzen, die unsere Welt momentan ins Unglück zu reißen drohen, umkehren. Wie ich euch bereits vorhin gezeigt habe, spiegelt ja auch die UN einfach nur den Trend wider, der mit dem Abdriften von immer mehr Staaten in diese menschenrechtsverachtenden Strukturen zu tun hat. Und da in der UN-Vollversammlung jedes Land genau eine Stimme hat, müssen in diesem Lichte auch ihre Abstimmungsergebnisse interpretiert werden. Als undemokratisch, subversiv machtpolitisch und gegen die Einhaltung von Menschenrechten gerichtet. Und auch hierbei bekommt kein Staat diese Entwicklung so stark zu spüren wie Israel. Schon vor der jüngsten Eskalation der Gewalt war kein UN-Mitglied ähnlich häufig Ziel von Resolutionen wie der jüdische Staat. Allein 2022 wurden 15 Aufrufe gegen Israel zur Abstimmung gebracht. Wohlgemerkt, 2022 war das Jahr, in dem Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine losgetreten hat, mit Zehntausenden ziviler Todesopfer und Millionen von Flüchtlingen. Tja, und dagegen wurden nur ganze 6 Resolutionen erhoben. Aber auch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Seit 2015 nahm die UN-Generalversammlung über 140 Resolutionen an, die den Staat Israel verurteilen. Zum Vergleich, wenn man die von ihr angenommenen Resolutionen gegen alle anderen Staaten der Welt zusammengenommen im selben Zeitraum zusammenzählt, kommt man nur auf schlappe 68. Das heißt, 2/3 aller UN-Resolutionen richten sich gegen Israel, den anscheinend bösesten Staat dieses Planeten. Also wenn das kein ausreichender Beweis für die Einseitigkeit und eigentlich schon Besessenheit dieses internationalen Gremiums ist, weiß ich auch nicht weiter. Aber die UN ist eben eine Organisation von Regierungen und Regimes, das heißt, sie kann nicht besser sein als deren Summe. Tja, so weit, so schlecht.
Nun gibt es jedoch neben den Regierungen noch einen anderen wichtigen Faktor im Machtgefüge dieser Welt, der eigentlich für einen zivilgesellschaftlichen Ausgleich und Kontrolle sorgen sollte, nämlich die Presse und Nichtregierungsorganisationen, sogenannte NGOs. Tja, und wie sieht es mit deren Glaubwürdigkeit aus? Wie stark verteidigen sie demokratische Werte und Menschenrechte? Nun, das ist eine ziemlich wichtige Frage und deswegen nehmen wir sie besonders genau unter die Lupe. Aber haltet euch fest, denn wir werden dabei so einige krasse Widersprüche aufdecken. Zweierlei Maß. Am Anfang dieses Videos habe ich euch die manipulative Berichterstattung westlicher Medien über die israelische Operation gegen den Hamas-Stützpunkt in und unter dem Al-Shifa-Krankenhaus gezeigt. Auffällig dabei ist, dass in den Medien immer von einer Belagerung des Krankenhauses gesprochen wurde, obwohl Israel gleich zu Beginn einen Evakuierungskorridor für Zivilisten auf der Ostseite des Geländes geöffnet hat. Und es war vielmehr die Hamas, die Patienten und Zivilisten dazu zwang, im Krankenhaus zu bleiben. Und zwar mit Waffengewalt. Darüber hinaus haben die Israelis sogar das Leben ihrer Soldaten riskiert, um 3 Hektoliter Treibstoff zum Eingang des Krankenhauses zu bringen, damit es weiterhin Strom für seinen Betrieb generieren kann. Und das ist doch schon mal eigentlich ziemlich ungewöhnlich für eine Belagerungsmacht, wie sie von den Medien dargestellt wurde. Aber diese haben ja, wie eingangs erwähnt, auch die Tatsache, dass das Krankenhaus von der Hamas als Kommandozentrale missbraucht wird und sich darunter Terrortunnel befinden, als eine reine Behauptung der Israelis dargestellt. Man müsse da doch neutral bleiben, denn die Hamas würde ja das Gegenteil behaupten. Nun, wir alle wissen mittlerweile, dass die Israelis recht hatten. Al-Shifa war nicht nur ein Krankenhaus, es war ein Haus des Terrors. Dort versteckten sich nicht nur zahlreiche Hamas-Terroristen mit ihren Waffen, nein, sie hielten dort sogar Geiseln fest. Und es scheint mittlerweile auch klar zu sein, dass große Teile des Krankenhauspersonals selbst handverlesene Hamas-Unterstützer sind. Der Journalist Tobias Hoch hat ein sehr gutes und unglaublich aufschlussreiches Video über die ganze Wahrheit rund um das Al-Shifa-Krankenhaus gedreht. Ich würde es euch hier gerne wiedergeben, aber das Video wurde aufgrund des drastischen Charakters der dort offenbarten Tatsachen von YouTube erst gesperrt und dann ab 18 Jahren eingestuft. Ich werde es jedoch oben rechts hinter dem i verlinken und ihr solltet es euch unbedingt ansehen, es wird euch die Sprache verschlagen. Tobias Hoch legt dort akribisch dar, auf welch unverschämte Weise das Personal des Al-Shifa-Krankenhauses systematisch die konstruierte Lügenpropaganda der Hamas über angebliche Gräueltaten der Israelis verbreitet hat. Al-Shifa ist also nicht nur ein militärisches Hauptquartier der Hamas, es ist auch eine Propagandazentrale. Eine Propagandazentrale, auf die sich internationale Medien als Informationsquelle stützen und diese als authentisch und vertrauenswürdig ausgeben. Und das ist vor allem deswegen eine äußerst bemerkenswerte Situation, weil dieselben westlichen Medien in den Jahren davor eigentlich ständig davon berichtet haben, dass die Hamas Krankenhäuser und andere geschützte Orte wie Schulen und Moscheen für terroristische Zwecke nutzt. Immer wieder gab es jetzt von diesen Medien zahlreiche Berichte darüber, dass das Al-Shifa-Krankenhaus eine Terrorzelle sei. Sowohl über als auch unter der Erdoberfläche. Seit 2006, als mit der Machtübernahme der Hamas der Terror über den Gazastreifen kam, haben wir einen Bericht nach dem anderen gesehen, der genau das zeigt. Damals, als die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen übernahm, beschrieb der öffentlich-rechtliche US-Sender PBS, wie Hamas-Leute durch die Korridore streifen und bestimmte Bereiche bewachen. Später zitierte der Sender einen Arzt des Krankenhauses mit der Aussage, dass die Kämpfer in den Kellern und im Untergrund des Krankenhauses operierten. 13. Januar 2009. Versteckt sich die Hamas im Shifa-Krankenhaus? Ein Arzt in Gaza glaubt, dass sich die Funktionäre der Hamas entweder im Keller oder in einem separaten unterirdischen Bereich unter dem Krankenhaus verstecken und sagte, dass sie erst kürzlich dorthin umgezogen seien, weil andere Standorte von Israel zerstört wurden. Der Arzt, der nicht namentlich genannt werden möchte, fügte hinzu, dass er glaubt, die Hamas wisse, dass sie Zivilisten in Gefahr bringe. In den Jahren 2008 und 2009, den Jahren, als die Hamas mit ihrem schweren Raketenterror gegen Israel begann, stellte die New York Times fest, dass die Terrororganisation offen in dem Krankenhaus operiere und dass Mitglieder der Gruppe dort einen Patienten ermordet hätten. 10. Januar 2009. Ein Gaza-Krieg voller Fallen und Tücken. Die Hamas, die vom Iran und der Hezbollah ausgebildet wurde, hat den Gazastreifen in den letzten 2 Jahren in ein tödliches Labyrinth aus Tunneln, Sprengfallen und ausgeklügelten Bomben am Straßenrand verwandelt. Die Waffen sind in Moscheen, Schulhöfen und zivilen Häusern versteckt und das Kommandozentrum der Führung befindet sich in einem Bunker unter dem größten Krankenhaus des Gazastreifens. Da sie nicht bereit sind, sich zu offenbaren, kämpfen die Hamas-Kämpfer in Zivilkleidung. Sogar die Polizei wurde angewiesen, ihre Uniformen auszuziehen. Ein Arzt sagte damals, dass das medizinische Personal
unter Angst und Schrecken leide, vor allem vor den Hamas-Kämpfern, die sich in jeder Ecke des Krankenhauses tummeln würden. Tja, damals war das Personal von Al-Shifa wohl noch nicht von der Hamas gleichgeschaltet worden. 2014 schrieb die Washington Post, dass Shifa de facto zum Hamas-Hauptquartier geworden sei. Und hört euch mal an, was damals sogar die UN noch von sich gab. 31. Juli 2014. Warum die Hamas ihre Waffen in Krankenhäusern, Moscheen und Schulen lagert. Die Vereinten Nationen haben seit Beginn des Konflikts in drei ihrer Schulen versteckte Raketen gefunden. Chris Gunness, Sprecher des Hilfswerks der Vereinten Nationen, sagte: "Wir verurteilen die Gruppe oder Gruppen, die Zivilisten gefährdet haben, indem sie diese Munition in unserer Schule platziert haben. Dies ist ein weiterer eklatanter Verstoß gegen die Neutralität unseres Geländes. Wir fordern alle Kriegsparteien auf, die Unverlässlichkeit des UN-Geländes zu respektieren." Anfang diesen Monats fanden die Vereinten Nationen auch Raketen in einer ihrer leerstehenden Schulen und in der Nähe anderer Schulen, die zur Unterbringung von Vertriebenen genutzt werden. Die internationale Organisation fand bei einer Inspektion 20 weitere Raketen in einer anderen Schule und nannte dies einen weiteren eklatanten Verstoß gegen die Unverlässlichkeit des Geländes. Tja, kein Wunder, dass sich das heutige, von der Hamas handverlesene UN-Personal nicht mehr an all diese Dinge erinnern möchte. Es würde ja das vom gleichgeschalteten Anti-Israel-Kartell sorgsam erspottete Narrativ zerstören. Und genau aus diesem Grund erinnern sich die zu diesem Kartell gehörenden internationalen Nichtregierungsorganisationen auch nicht mehr an all die Beweise, die sie Jahre zuvor noch selbst gefunden haben. Im Jahr 2015 erklärte Amnesty International selbst, dass die Hamas Gefangene auf dem Krankenhausgelände Al-Shifa verhört und foltert. Mittlerweile wird diese Organisation ob ihrer eindeutigen Schlagseite als Amnesty International verspottet. Und da sie ja gelegentlich auch Putins Propaganda verbreitet, würde auch Kreml-Nesti passen, oder? Aber genug der Dad-Jokes für heute. Eine andere Organisation, die von Medien gerne als glaubwürdige Quelle herangezogen wird, ist Human Rights Watch, kurz HRW. Auch HRW kritisierte noch 2007, dass Hamas während des Bürgerkriegs im Gazastreifen in dem Jahr das Krankenhaus zu ihrer Hochburg gemacht und von dort aus auf politische Rivalen in der palästinensischen Autonomiebehörde geschossen habe. Human Rights Watch am 12. Juni 2007. Gaza. Bewaffnete palästinensische Gruppen begehen schwere Verbrechen. Kämpfer exekutieren Gefangene, greifen Krankenhaus an und bringen Journalisten in ernste Gefahr. Alle westlichen Medien wie NGOs waren sich damals einig, dass Al-Shifa ein Hort des Terrors ist. Doch nach dem 7. Oktober leidet auch Human Rights Watch an einer akuten, okay, es kommt wieder ein Dad-Joke, Amnesie und stimmt in den Reigen ein. 10. November 2023. Human Rights Watch widerlegt Israels Behauptungen und findet keinen Beweis dafür, dass die Hamas das Al-Shifa-Krankenhaus für militärische Zwecke nutzt. Das israelische Militär behauptet, dass die Hamas ihr Hauptquartier unter dem Al-Shifa-Krankenhaus habe und dass sich militärische Funktionäre der Hamas in dem Krankenhaus aufhalten würden. Human Rights Watch kann diese Behauptung nicht bestätigen. Auf ihrer Website lässt sich HRW auf über 20 Seiten darüber aus, wie Israels illegaler Angriff auf das Krankenhaus die Gesundheitskrise verschlimmern würde. Selbst dem Wall Street Journal ist dies schon zu viel und es schreibt, HRW trete offen als Fürsprecher der Hamas auf, indem sie israelische Behauptungen bestreiten und Beweise ignorieren würden. Und an dieser Stelle wird ein fatales Muster klar erkennbar. All diese Organisationen, die früher auch die Hamas kritisiert haben, schweigen nun zu ihr. Und auch zu ihrer feigen Praxis, sich hinter der Zivilbevölkerung Gazas in Form menschlicher Schutzschilde zu verschanzen. Ein besonders übles Beispiel für eine moralisch korrumpierte Institution ist in diesem Zusammenhang die Weltgesundheitsorganisation WHO, die ebenfalls zu den Vereinten Nationen gehört. Obwohl Israel mittlerweile unzählige Beweise dafür vorgelegt hat, dass Hamas Al-Shifa und auch andere Krankenhäuser für ihre Terroroperation nutzt, darunter zum Beispiel auch Aufnahmen von Sicherheitskameras, auf denen zu sehen ist, wie sie Geiseln ins Krankenhaus bringt, hat die WHO bislang keinerlei Verurteilung dieses Missbrauchs des Gesundheitssystems Gazas durch die Hamas ausgesprochen. Im Gegensatz dazu wird der WHO-Chef aber nicht müde, die israelischen Militäroperationen als inakzeptabel zu brandmarken. Dabei gibt es auch aus der Vergangenheit unzählige Belege dafür, dass die Hamas systematisch Raketenwerfer neben zivilen Einrichtungen platziert, Krankenwagen zum Transport von Terroristen und Waffen missbraucht und Krankenhäuser als Kommandozentralen nutzt. Ebenso ist gut dokumentiert, dass die Hamas immer wieder Treibstoff entwendet, der eigentlich für Gesundheitseinrichtungen gedacht war. Und trotzdem hütet sich die WHO auch nur ein Wörtchen Kritik gegen die Hamas auszusprechen. Fast so, als würde dies ein Sakrileg darstellen.
Stattdessen hat sie Israels Aufforderung zur Evakuierung von Krankenhäusern kritisiert, obwohl dies in vollem Umfang dem Kriegs- und Völkerrecht entspricht. Die WHO agiert in diesem Konflikt also ganz klar nicht neutral, sondern macht einseitig Israel für die humanitäre Lage verantwortlich. Angesichts all der Funde in den Krankenhäusern erscheinen Behauptungen von UN-Vertretern von einer Nutzung durch die Hamas nichts gewusst zu haben, aber als kaum glaubwürdig. Die WHO deckt durch ihr Schweigen also die Hamas und gefährdet dadurch potenziell Menschenleben. Das genaue Gegenteil dessen, wofür sie eigentlich da sein sollte. Und an dieser Stelle angelangt, stellt ihr euch sicherlich die Frage, deren Beantwortung ich schon gleich zu Beginn des Videos in Aussicht gestellt habe. Wozu dient das Ganze? Warum propagieren all diese Institutionen dieses gefährliche Narrativ, das die Hamas unterstützt und einen demokratischen Staat wie Israel gefährdet, ebenso wie die Aussicht der Gazaner selbst auf eine friedliche Zukunft? Wieso versuchen all diese Behörden, Organisationen und Medien, die eine hohe Glaubwürdigkeit bei der westlichen Öffentlichkeit genießen, auf Biegen und Brechen den Eindruck zu erwecken, dass Israel der einzige Grund für die Hölle der Patienten im Schifa und die der Gazaner allgemein sei? Nun, keine Angst, wir kommen jetzt zum bitteren Fazit. Zieht euch dazu aber bitte gut an. Mutwillig oder nur fahrlässig? Bevor wir zum Fazit des heutigen Videos kommen, würde ich euch noch gerne darauf hinweisen, dass zahlende Abonnenten meines Substacks alle ab jetzt veröffentlichten Videos werbefrei ansehen können. Falls ihr also Interesse an diesem und den vielen anderen Vorzügen meines Substacks habt, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich danke an dieser Stelle allen bisherigen und auch künftigen Abonnenten für ihre Unterstützung. Okay, nachdem wir nun eine Menge Beweise und Indizien gesammelt haben aus der Vergangenheit wie der Gegenwart, sind wir nun in der Lage, einige potenzielle Motive zu benennen. Eine Erklärung, ein Motiv wäre natürlich Naivität oder Dummheit. Dies wäre wohl die freundlichste Unterstellung von allen. Eine, die uns noch am ruhigsten schlafen lassen könnte, denn sie birgt ja die Hoffnung in sich, dass alles wieder in Lot kommen könnte, sobald den jeweiligen naiven Akteuren irgendwann entsprechende Aufklärung zugutekommen würde. Nun ja, leider spricht alles gegen diese These. Sie mag bei einigen zutreffen und ein Medium darstellen, eine gewisse Basis, aber sie kann nicht die Hauptzutat sein. Nein, die Hauptzutaten sind ideologischer Fanatismus, Judenhass und Opportunismus. Und diese haben sich unter der kräftigen Befeuerung einiger mächtiger Akteure zu einer extrem gefährlichen Mischung vereint und eine fatale Gruppendynamik entwickelt. Also ja, bedeutende Institutionen, die sich in der Vergangenheit viel Glaubwürdigkeit aufgebaut haben, wurden mittlerweile von Individuen unterwandert, deren Ziel es ist, die Agenda von Akteuren wie Wladimir Putin, dem Mullah-Regime im Iran, Xi Jinping oder eben der Hamas zu pushen. Sie müssen sich hierzu noch nicht mal besonders eng abstimmen, denn sie alle sind so wie auf einer Wellenlänge. Alles, was gegen den von ihnen verhassten kapitalistischen Westen geht und die Werte, die er repräsentiert, ist willkommen. Ihre Einzelüberzeugungen müssen sich dabei noch nicht mal vollkommen decken. Einige von ihnen unterstützen zum Beispiel die Ukraine gegen Russland, hassen aber Israel. Oder umgekehrt. Sie versammeln sich dynamisch zum jeweiligen Thema, in dem sie übereinstimmen. Und wenn sie eine gewisse kritische Masse erreicht haben, bricht ihr Narrativ überall durch. Tja, und dann kommt die Stunde der Opportunisten. Diese hängen sich dann einfach an dieses Narrativ, sobald sie erkennen, dass es sich medial und politisch am besten verkaufen und ausschlachten lässt. Dass man auf dieser Welle am besten mitschwimmen kann. Ob um als moralisch überlegen zu gelten oder um einfach die meiste Kohle und Macht abzustauben. Medien sind schließlich auf Klicks und Abos angewiesen und Hilfsorganisationen auf Spenden und Subventionen von Regierungen und deren Organisationen. Und wenn die Rechnung stimmt, wird jede Lüge ohne Rücksicht auf Verluste geritten und verbreitet. Dann wären dann natürlich noch jene Leute, die bei der BBC, der UN und Amnesty sitzen und einfach nur darauf warten, dass irgendein Informationsfetzen auftaucht, mit dem sie Israel und die Juden als die Bösen darstellen können. Sie waren schließlich ja schon immer der beste Sündenbock, oder? Das Muster ist dabei, wie gesagt, immer gleich. Unabhängig von Plausibilität, Quelle und Wahrheitsgehalt wird alles genommen, womit man die Israelis nur in den Dreck ziehen könnte. Journalistische Ethik, auf die sonst bei vielen Gruppen peinlichst geachtet wird, findet nur selektiv Anwendung, wenn es gegen die Richtigen geht. Das können zum Beispiel Juden sein oder wahlweise auch Weiße oder einfach der jeweilige ideologische Gegner.
Notfalls wird natürlich nachgeholfen. Durch eigene Verdrehung der Tatsachen. Klassische Täter-Opfer-Umkehr. Anders ist nicht zu erklären, wieso der WHO-Sprecher Christian Lindmeier auf die Frage, ob die Hamas Krankenhäuser zu militärischen Zwecken missbrauche, was er immerhin in den Zuständigkeitsbereich der WHO fällt, nur lakonisch erwidert, diese Infos haben wir nicht und es liegt auch nicht an uns, das zu untersuchen. Wohlgemerkt, die WHO verbreitet währenddessen ohne Bedenken die angeblichen Opferzahlen der Hamas und deren Angaben zur Lage in den Krankenhäusern als bare Münze, weigert sich jedoch, selbst Videobeweise der Israelis und unabhängiger Medien anzuerkennen. Und zwar ganz genau immer dann, wenn sie gegen das Narrativ gehen. Ganz genau, die UN-Behörde schenkt einer Terrororganisation mittlerweile mehr Gehör als einem demokratischen Staat. Sie macht sich mit ersterer ungeniert gemein, während sie letzteren dafür angreift, dass er sich und seine Bürger vor ihr verteidigt. Das ist es, wozu die UN mittlerweile geworden ist. Dies ist die bittere Realität, in der wir leben. Konstruiert durch ein Ideologiekartell, das unsere humanistisch-freiheitliche Welt- und Werteordnung hasst. Ein anderes Urteil, so sehr wir es uns auch wünschen würden, um ruhig schlafen zu können, ist angesichts der erdrückenden Beweislage leider nicht möglich. Es handelt sich um eine erbitterte Schlacht um die Deutungshoheit, in der alles erlaubt ist. Und sollten die Tatsachen einfach nicht mehr zu leugnen sein, wie im Falle der BBC oder CNNs, besteht der letzte Schritt in diesem Muster immer darin, sich einfach und zynisch zu entschuldigen. Aber eben nicht mehr auf den Titelseiten, sondern nur pro forma. Denn man weiß ja, die Klicks sind bereits eingefahren, das gewünschte Narrativ ist draußen bei den Menschen und irgendwas bleibt immer hängen. All diese Institutionen, Organisationen und Medien sind mittlerweile durch eine ausreichend hohe Zahl an Menschen unterwandert, die mit dem sympathisieren, was auch die Hamas zu ihrem obersten Ziel erkoren hat. Die Auslöschung Israels und seiner demokratischen Werteordnung im Nahen Osten. Aber okay, ich bin hier wahrscheinlich ein wenig zu weit gegangen. Also, um fair zu sein, vielleicht haben sie nicht alle das gleiche Ziel. Manche von ihnen würden Israel sicher gerne erhalten, weil sie ja sonst keinen Sündenbock mehr hätten, auf den sie all ihren Hass projizieren können. Und manchen geht es wie gesagt nur darum, direkt oder indirekt alles zu unterstützen, was gegen eine freiheitlich-humanistische und kapitalistische Grundordnung geht. Das besonders Gefährliche dabei ist, dass ihre Zahl mittlerweile hoch genug ist, um all die Unsicheren, die Neutralen und vor allem die Opportunisten in diesen Organisationen mitzureißen. Und wie wir vorhin gesehen haben, ist die Tendenz eindeutig. Es wird immer schlimmer. Menschenrechte und Demokratie sind weltweit auf dem absteigenden Gleis. Das einzige Mittel dagegen ist, standhaft bleiben, widersprechen und selbst den Marsch durch die Institutionen antreten, um das Ruder irgendwann wieder herumzureißen. Im Falle der UN ist dies aufgrund ihrer Struktur natürlich besonders schwierig, aber das ist wie gesagt schon wieder ein Thema für ein eigenes Video. Kann man sie überhaupt reformieren oder ist sie bereits vollkommen obsolet? Fucked up beyond repair. Sollte euch dies interessieren, vergesst also bitte nicht das Abo, um das entsprechende Video nicht zu verpassen. Bis dahin dürft ihr mir aber noch in den Kommentaren eure Meinung zu all dem hier Gesagten geigen. Außerdem gegebenenfalls das Video liken und natürlich freue ich mich auch über eine freiwillige Spende über den Link in der Beschreibung. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.